Energieeffizienz steht im Zentrum und ist parallel zur Entwicklung erneuerbarer Energien das, was zukunftsfähige, wettbewerbsfähige, technologiebasierte Energieversorgung in Deutschland ausmacht. Es ist eine ökonomische Bedingung künftiger Entwicklung. Es ist die Ersetzung von Energieimport, den wir heute im Wesentlichen haben, zu 75%, durch heimische Wertschöpfung, die in Technologie und Innovation liegt, um die sich herum mittelständische Strukturen entwickeln, handwerkliche Anwendungen, also heimische Wertschöpfung ersetzt Import von Energie. Und darum finde ich diese Initiative toll. Ich wünsche Ihnen allen Erfolg als Verband in den Unternehmen und ich freue mich auf eine gute, vertrauensvolle, am gleichen Ziel orientierte, kritische, das ist völlig in Ordnung, man muss nicht immer der gleichen Meinung sein, aber glaube ich, in der Verfolgung eines gemeinsamen Zieles verbundene Zusammenarbeit, auf die stelle ich mich jedenfalls ein, bin sehr optimistisch und erwartungsvoll und wünsche Ihnen alles Gute und freue mich sehr, dass ich hier bei der ersten Mitgliederversammlung, wenn auch nur kurz, jedenfalls dabei sein konnte. Alles Gute für Sie.